Hallo und herzlich willkommen, Gaming-Freunde. Ich hoffe, nach diesem anstrengenden Helldivers-2-Wochenende geht's euch gut. Heute präsentiere ich euch eines der stärksten Builds, die ich auch bei Solo-Runs verwende, aber auch bei Random-Gruppen. Damit kommt ihr easy durch. Im Team nehme ich nochmal andere Builds, weil da sprechen wir uns natürlich ab. Da sind nochmal die taktischen Möglichkeiten einfach ganz anders. Außerdem zockt natürlich immer das, worauf ihr Bock habt, aber ich gebe euch hier einfach nur Hinweise, was extrem stark sein kann und womit ihr vielleicht eine Menge Spaß haben könntet. Und deshalb könnt ihr das gerne ausprobieren. Vielen Dank für die ganzen neuen YouTube-Abonnenten auf dem Weg zu den 30.000. Wenn euch mein Content gefällt, dann drückt doch gerne den Abonnieren-Kanal. Ich fasse hier alles für euch zusammen und dann am Ende kommt auch noch Gameplay. Wir gehen einfach in eine Random-Gruppe rein und mal sehen, was das Spiel so bringt und dann zocken wir mit dem Bild. Und jetzt würde ich sagen, let's go. Wir fangen natürlich mit der Waffe an und hier spielen wir die SG-225 Breaker, eine der stärksten Waffen im Moment im Spiel. Eine vollautomatische Schrotflinte mit hoher Feuerrate, ja dabei auch noch einer guten Reichweite, hält euch einfach die wichtigsten Gegner vom Leib, aber macht dabei auch eine Menge Schaden, gerade wenn die Rüstung gebrochen ist. Die Breaker ist einer meiner Favoriten. Wenn ihr die sichere Variante zocken wollt bei der Sekundärwaffe, dann würde ich euch die P19 Redeemer empfehlen. Da habt ihr wirklich eine vollautomatische Pistole mit extrem hoher Feuerrate und damit könnt ihr zum Beispiel auch schnell wechseln, wenn Gegner nah an euch dran sind, gerade kleinere Gegner, und die schnell vom Feld nehmen. Ihr habt wieder Platz, um dann eure Aktion zu tätigen. Wenn ihr Eier habt und ein Helldiver seid, dann nehmt ihr den P4 Senator wie ich, weil er einfach geiler ist vom Gunplay her für mich persönlich. Aber wie gesagt, eigentlich die bessere Alternative ist die Redeemer. Hier geht der Spaßfaktor vor und deshalb zocke ich die Senator. Die Granatenauswahl ist euch überlassen. Ja, ich spiele die G12 hochexplosiv, weil mir manchmal die Spezialgranate gerade beim Nester auslöschen auf die Nüsse geht. Da musst du ganz genau treffen. Manchmal treffe ich auch und das Ding geht trotzdem nicht hoch, weil dann irgendwo hinten das Ding hochgeht und deshalb die ganz sichere Variante G12 hochexplosiv, let's go. Bei der Panzerung spielen wir eine leichte Rüstung. Ich mag den mobilen Playstyle, aber es gibt ja auch noch den Rüstungsberechnungsbug. Das heißt, es lohnt sich im Moment nicht, eine mittlere oder schwere Rüstung zu nehmen, genauso auch wie der eine Perk-Buggy ist, der nochmal zusätzlich Panzerung gibt. Und solange da nichts gefixt worden ist, und ich war eben nochmal auf Reddit unterwegs, auch auf dem offiziellen Discord, ich habe noch nichts gelesen. Falls ihr irgendwas gehört habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Im Moment ist das Ding noch nicht gefixt und deshalb sowieso eine leichte Rüstung. Von allen anderen Rüstungen hätten wir einfach gar keinen Vorteil. Und hier gibt es nur zwei oder drei Wege für mich, die effektiv sind. Das ist einmal mit dem Perk Medikit, wo wir dann nochmal zwei zusätzliche Spritzen bekommen. Genauso die erhöhte Effektdauer an dieser Stelle und dann noch der Verstärker. Natürlich einmal mit dem verringerten Rückstoß aus der Hocke. Sehr, sehr nice. Aber ganz, ganz wichtig, gewährt 50% Widerstand gegen explosiven Schaden, kann schon das ein oder andere Mal, gerade in Random-Gruppen, einem den Arsch retten. Und die dritte Passive, die ich gut finde, ist die Demokratie beschützt, verhindert bei Blutung in der Brust alle Schäden durch Blutungen. Gegen Roboter auch sehr, sehr guter Perk. Und deshalb, weil wir jetzt gleich mit Randoms reingehen und diese drei Perks, wenn ihr die irgendwie zur Verfügung habt, dann auf einer leichten Panzerung, dann solltet ihr diese spielen, die ich euch gerade genannt habe, bei Random-Gruppen und auch im Solo-Run hier Medikit rein. Helm und Umhang haben ja noch keine Werte, aber es gibt wohl einen Helm, dieser hier, der soll wohl die Geschwindigkeit und die Ausdauerregeneration nochmal erhöhen, dafür aber die Panzerwertung nochmal runterschrauben, haben auch wohl einige auf Reddit getestet, könnt ihr euch mal durchlesen und könnt ihr auch selbst spielen, aber hier, ja, Helldiver müssen im Kampf auch gut aussehen, deshalb für mich im Moment diese Version des Helms und dieser Umhang, weil das ist einfach ein sauberes Bild, wenn wir gleich die Bugs dezimieren werden. Da das Matchmaking aktuell gerade wieder nicht funktioniert, gehen wir halt alleine rein. Dann nehmen wir einmal die 500 Kilo Bombe vom Adler. Dann nehmen wir den Orbital Laser. Wir gehen hin und zocken natürlich die Railgun. Und als guter Letzt Galaxy Guardian Build. Daher kommt auch der Name, der Schildgenerator Rucksack. Als Booster nehmt ihr natürlich einen Booster, der euch zur Verfügung steht. Ich nehme in dem Fall, weil wir gerade Solo zocken, die Hellpot Platzoptimierung, dass wenn wir drauf gehen sollten, wir auf jeden Fall wieder volle Munition, Granaten und so weiter haben. Einer der geilsten Augenblicke, wenn man in den Hellpot steigt und dann geht's endlich los. Dazu die geile Mucke. I love it. Ohne Witz. Liebe es so sehr.
Es macht auch einfach Bock, ne? Schön am Rand landen, damit man direkt eine Chance hat, eventuell nicht direkt in den ganz krassen Fight zu kommen. Oh, es sieht auch wieder wunderbar aus hier. Railgun. Schildgenerator. Forschungsstation. Ja, hier bin ich jetzt erst zur Forschungsstation gegangen. Ich kommentiere das Ganze natürlich, weil ich will euch ja auch was zum Bild erzählen. Was ich jetzt hier natürlich versuche, immer erstmal zu checken ist, wo ist der Pilz? Und dann cleare ich natürlich solche Objekte sofort mit der 500-Kilo-Bombe. Oben sieht man Schwierigkeitsgrad 9. Ziehen wir schön die Dicken weg und dann sieht man, wie stark einfach die Breaker ist. Ne, du kannst durchdrücken, kannst auch einzeln schießen und die Range ist natürlich auch insane von der Waffe, ja. Ja, da haben wir ihn schon, der erste Titan des Abends. Ist natürlich auch direkt mein erstes Game gewesen hier, ja. Aber war spannend, ich habe jetzt 2 Tage nicht richtig zocken können. Gestern Abend ging auch wieder nichts, was mich ja übelst gewundert hat. So, und da sieht man, wie schön man die Kleinen auch einzeln wegnehmen kann mit der Breaker. Und das macht die halt so stark. Schön. Guck mal, wie geil das mit dem Licht da aussieht, wenn man gegen den Nebel schaut. Einwandfrei. Die Atmosphäre ist einfach so krass in dem Spiel. Und da sieht man jetzt zum Beispiel, wie stark dieses Schild ist. Normalerweise wärst du jetzt geslowt von den Kleinen, ne? Weil wenn die dich treffen, dann bist du sofort geslowt, ne? Hier hätten wir auch schon einen starken Schaden bekommen von den Giftspeiern. Jetzt können wir die schön hier wegnehmen. Immer schön ins Gesicht drücken. Für die Demokratie, let's go. Das sieht so fantastisch aus. Es ist einfach Wahnsinn. Wie dich das Licht dann auch im Nebel blendet, Hammer. Höllenbombe? Höllenbombe-Anfrage bestätigt. Mhm. Bist du unterwegs? Konnte ich sehr gut cleanen hier. Clearen. Jetzt habe ich gesagt clean. Konnte ich sehr gut hier alles auslöschen, sauber machen. Einfach einwandfrei. Vielen Dank für deinen YouTube-Sub. Schön. Und weg damit. Sehr gut. Und das ist halt das Gute mit diesem Lineup, ne? Du hast einmal die 500-Kilo-Bombe. Damit kannst du halt die Objectives sauber clearen. Dann hast du halt den Orbitallaser, der große und aber auch kleine Ziele, wenn alle großen weg sind, ja, einfach wegnimmt und dir dadurch Raum schafft im Gameplay. Und das ist ein schöner Mix zwischen der 500-Kilo-Bombe und dem Orbitallaser. Und dann hast du halt noch die Railgun, mit der du halt hier diese mittleren Mobs alle besiegst. Ich habe die Bombe da gesehen. Die nutze ich natürlich sofort. Schöne 8 Kills hier an der Stelle. Eine Munition sparen. Hätte ich im Augenwinkel direkt gesehen gehabt.
Und ja, Raygun auf unsicher. Schön aufladen und dann rein da. Bisschen wenig Munition aktuell. Ich will zu dem Pilz vordringen. Jetzt haben wir natürlich hier einen Durchbruch. Ich nehme aber noch den Speier weg. Und dann gehe ich über die rechte Flanke zum Pilz und versuche den da natürlich erstmal rauszunehmen aus dem Spielfeld, damit wir hier auch nicht den Druck der Sporen haben und einen besseren Überblick. Außerdem nehmen wir auch noch gerne die XP natürlich mit. Da links habe ich ein Nest gesehen. Kommt natürlich erstmal wieder eine Bombe rein. Wenn die ready ist, kann man die ruhig spielen, ne? Kein Problem. Ich bin gerade den Hangar am Upgraden. Normalerweise wollte ich das Wochenende durchhaben, aber ja, wie gesagt, ich konnte nicht viel spielen. Das sieht einfach fantastisch aus. Geil. Ja, schön. Schön den Bugs eine Bombe ins Gesicht gedrückt hier. Nachschub mal holen, weil ihr seht ja nur noch zwei Magazine auf der Breaker. Kein Schuss mehr auf der Raygun. Das ist jetzt ein optimaler Zeitpunkt. Ich versuche das immer natürlich dann zu positionieren, wenn wir Platz und Raum haben und auch Ruhe. Versuche mir es auch immer zu merken. Deswegen hatte ich kurz die Karte eingeblendet, falls wir es benötigen. Hier schön die Proben mit. Und das ist halt der Vorteil gegen Giftspeier, gegen, sage ich mal, Dinge im Terrain, die dich behindern, wie zum Beispiel jetzt hier diese Pflanzen, die, wenn du drüber läufst, die dich stunnen, ja, und da ist einfach dieses Schild in der Kombination mit der Breaker und dann der Redeemer oder halt dem Senator einfach eine geile Kombo plus die zwei jeweiligen zusätzlichen Taktik-Ausrüstungsteile, Orbitallaser, Schienenkanone, 500 Gramm Kilobombe oder 500 Gramm wäre ein bisschen wenig, 500 Kilo Bombe, das ist natürlich dann schon extrem stark. Ich mache ja auch wirklich viele Objectives, ne, wir gehen jetzt nicht die ganzen 40 Minuten durch, wir spulen auch gleich nochmal vor zum Ende, es war dann noch relativ spannend, die ersten Eier schauen wir uns noch an. Hier werfe ich zwei, drei Granaten rein. Und hier gehe ich jetzt hin und optimalerweise mit der Railgun gehe ich auf den linken Fuß zweimal, wenn alles klappt. Dann ist er gebrochen und dann gehe ich mit der Breaker hin und nehme den Fuß weg. Und dann ist er auch schon down. Ne? Nochmal nachschießen, damit du sicher gehst, dass er wirklich down ist. Ja, und jetzt schön wieder Fuß. Und jetzt habe ich hier ein bisschen Druck. Hat das Gesicht weggezogen. Da hat man es auch gerade wieder gesehen, ne? Das Gift und trotzdem können wir einfach laufen. Auch wenn dich das nur ein bisschen trifft manchmal. Du bist direkt im Slow drin, ne? Dann kommen die nervigen Jäger hier an der Stelle. Und ja, hier sieht man es auch. Jetzt wärst du auch wieder geslowt. Und das ist natürlich absolut gut. Das Schild, ne? Es funktioniert einfach wunderbar. Hier sieht man das Ganze wieder. Ah, da kommt der Senator. Ah, schön. Ein paar Kugeln. Verpasst den Bug. So. Schnell, ich meine, das wären Medaillen gewesen. Schnell die Medaillen geholt und dann geht's weiter. Also ihr seht, auch im Solo-Play kann man die ganzen Objectives machen. Kann man Schätze sammeln, auch Proben, also es ist alles möglich, aber es macht einfach natürlich viel, viel mehr Spaß zu viert. Für mich, die Solo-Plays, die sind halt eine Herausforderung. Ne, mir macht das dann nochmal Spaß. Also ich sag mal, so eine Vierergruppe, die mit der sollte ich eigentlich nicht mehr wipen, wenn ich das Line-Up hier spiele. Außer die fressen mir alle tatsächlich alle Tode, weil auch hier, ich sterbe natürlich auch mal, ne? Wenn es ein bisschen dumm läuft oder ich zu faul bin. Ich weiß nicht, ob man die Situation noch sieht gleich, aber ich bin zu faul zum Springen. Und dann gehe ich natürlich auch mal drauf. Aber wie gesagt, das war mein erstes Game. Oder ist das erste Game des Tages. Ich spiele gleich noch ein bisschen im Stream. Könnt ihr natürlich gerne vorbeischauen. Würde mich natürlich freuen.
ja, euch kennenzulernen, vielleicht auch zusammen zu zocken. Wer will, kann immer gerne teilnehmen, weil wie gesagt, ja, 9 ist clear. Da macht mir es nichts aus, da kann man mit jedem zocken, weil egal welcher Helldiver mit mir an der Seite kämpft, es ist nur ein Vorteil. Außer, wie gesagt, der räuchert mich die ganze Zeit aus, dann habe ich ein Problem. Extra so. Jetzt die Eier, da kommt wieder eine 500 Kilo Bombe rein. Ich muss gerade über die Gramm nachdenken. Axt wegnehmen. Nicht so viel Schuss verbrauchen. Schön. Ja, das funktioniert einfach reibungslos. Hier unten noch Munition mitnehmen. Da sieht man das Ganze. Ohne Schild wärst du schon down gewesen. Ja, wie krass das einfach ist. Dass wir hier lebend rausgekommen sind, haben wir nur dem Schild zu verdanken. Ehrlich. Schön, dass man die Szene hier nochmal sieht. Einfach fantastisch, wie stark das Schild da an dieser Stelle ist. Und wie gesagt, ohne wärst du weg gewesen. Und das auch nur mit leichter Panzerung. Ich sag jetzt mal später, wenn man auch noch mit etwas schwerer Panzerung spielen kann wieder, dann ist das natürlich eine andere Nummer. Aber das ist jetzt leichte Panzerung plus Schild, ja. Und ich meine, der hat uns voll getroffen. Wir wurden noch angespittet. Und sind da noch lebend rausgekommen. Also das war wirklich fantastisch. Und das macht dieses Bild einfach so, so stark. Vielen Dank für deinen Follow, Andreas. Beziehungsweise für deinen YouTube-Sub. Merci. Jetzt machen wir die letzten Eier weg. Ich kalte die hier nochmal. Ich versuche ein bisschen Munition zu sparen. Das sind einige. Deswegen gehe ich hier im... Normalerweise hätte ich jetzt durchziehen können. Ja, hier hat man auch wieder die Stärke des Schilds gesehen gerade. Normal hätte ich jetzt hier durchziehen können und die Eier noch schnell wegmachen können. Aber ich hatte den gehört und dachte, der wäre schon dichter an mir dran. Und deswegen gehe ich erstmal raus, versuche die ein bisschen vom Nest wegzukiten. Mache mich wieder voll. Warum nicht gelingt mir das? Ich weiß es gerade gar nicht. Ah, wieder... mit dabei. Ja, da ist schon ein bisschen was los. Aber sehr guter Anfang eigentlich. Kein Tod. Ja, die Eier hätte ich ein bisschen schneller machen können an der Stelle. Aber erstes Game seit 2 Tagen wieder so richtig. Keine Probe darf vergessen werden. Es ist aber auch Solo. Ich meine, klar, ich habe eben gesagt, es macht zu viert natürlich extrem viel Spaß, weil du halt dieses coole Crewplay dann hast. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn du es dann Solo spielst, ne, das hat schon einen Kick auf jeden Fall. Ah, es bockt auch hart. Ja, macht mir unheimlich viel Spaß. Es ist wirklich eine Herausforderung. Schön, das Bein weggeblemmt hier. Sauber. Ja, das war schon ganz cool so. Dankeschön für deinen YouTube-Sub. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr viele neue YouTube-Abonnenten. Vielen, vielen Dank dafür, Leute. Die fetzen aber auch weg, ey. So, jetzt müsste ich normalerweise da hoch, genau.
Yes. So, ich habe ein bisschen vorgespult. Ich wollte hier den erwischen mit dem Hellpot. Ist mir nicht gelungen. Und das war sehr, sehr riskant, weil ich jetzt auch keine Verstärkung mehr übrig habe. Und jetzt sind wir quasi im letzten. Ich springe wie so ein Irrer da runter. Und ja, ihr seht ja, was hier los ist. Da sind ein paar Mobs. Wurde am Ende noch ein bisschen eng. Ich habe 2, 3 riskante Moves gemacht. Die haben mich ein bisschen geärgert. Wie eben den. Ich wollte ihn unbedingt mit dem Hellpot killen. Für euch. Ist mir dann nicht gelungen. Zu cool. Einfach zu cool. Und jetzt habe ich kein Leben mehr. Konnte die Railgun gerade nicht aufheben. Aber die Proben, das war mir wichtig. Jetzt seht ihr, wie wichtig das Schild einfach am Ende des Tages ist. Das war extrem eng. Das hätte auch mein Aus sein können. Jetzt haben wir totalen Druck auf der Pipeline. Ich werfe noch ein paar Granaten raus, weil wirklich viele Spitter hier sind. Und da merkt man ohne Schild, sage ich euch ehrlich. Wahrscheinlichkeit hier bei den ganzen Spittern zu überleben, sehr, sehr gering ohne Schild. Solo. Auch schon mit Kameraden. Weil du musst ja eine gute Schnittstelle finden zwischen, ich laufe nicht zu weit weg, aber ich brauche einen guten Zirkel, um die Mobs kiten zu können. Und ja, das ist, das kann am Ende, und wenn du dann keine Verstärkung mehr übrig hast, eng werden. Weil du ärgerst dich tatsächlich, wenn du dann die ganze Zeit gezockt hast. Die Mission mit ein paar Objectives. Und es dann nicht schaffst am Ende, weil du dann ein bisschen zu riskant gespielt hast zwischendurch. Das war auch wieder so ein Ding. So, jetzt muss ich zwischen 2 Titanen durch. Und rein da, das war so eng ohne Witz. Aber geile erste Runde des Abends. Gleich geht's weiter im Stream. Ja, war einfach geil. Ja, Solo clear, let's go. Einige Objectives gemacht. Ich bin mega zufrieden mit meiner ersten Runde des Tages. Und das Feeling war einfach wieder genial, genial, genial. Du hast einfach dann Bock, ne? Du hast einfach Bock, das dann zu machen. Hauptziele alle abgeschlossen. Paar Objectives und let's go. Sehr spannende Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß mit dem Bild. Und ansonsten, wenn euch mein Content gefallen hat, lasst ein Abo da für die Demokratie. Das Wichtigste. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Bye, euer Dreed. Ciao.